Es ist kein Mensch hier. Es ist leer. Andi gibt auf. Für Coach Tanja ein Rückschlag. Du hast also keinen prominenten Kunden. Ich habe überlegt, ob ich ein Bild mit meiner Hello Kitty mache, aber das glaube ich. Ja, okay, das wäre schön gewesen. Aber das hätte uns nichts gebracht. Die Idee wäre ja gewesen, dass du dann im besten Fall denjenigen verlinkst, Follower bekommst. Und es geht ja immer darum, Follower zu bekommen. In der Hinsicht bin ich natürlich schon traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass es klappt. Das heißt, bei der nächsten Challenge müssen wir jetzt wieder richtig Gas geben. Challenge nicht bestanden und das Umstyling läuft auch nicht so, wie Andi es sich gewünscht hat. Ich bin halt keine Kunstfigur in dem Sinne. Ich will halt immer noch Andi bleiben. Und Andi ist halt vom Style her natürlich und von der Kleidung her ein bisschen ausgefallener. Bisher hat Andi 90 Follower. Mit einem Star konnte sie ihr Profil nicht pushen. Jetzt soll ein Selfie mit neuem Style neue Abonnenten auf ihr Profil locken. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir nehmen jetzt gleich den Spiegel weg, wollte ich gerade sagen. Wir nehmen das jetzt gleich ab und du guckst bitte dort rein. Wie wird Andi auf ihren neuen Look reagieren? Gefällt dir nicht? Gar nicht? Farbe oder Haarlänge? Oh, scheiß Kamera weg jetzt erst. Janko, willst du noch mal was sagen? Ja. Ich bitte nach Hause gehen jetzt. So, ja. Wo nach hinten? Komm mal mit. Warte, hier. So schlimm. Es ist, weil es so rot ist, ne? Ich habe auch gedacht, es wird weniger rot. Das ist doch nicht das. Guck dir das doch mal an. Andi bricht die Dreharbeiten ab. Für Coach Tanja der Super-GAU. Ganz anders bei Annabelle Boom und ihrem Schützling Rosanne. Allerdings ist hier die Veränderung auch nicht so krass wie bei Andi. Rosanne sieht ihren neuen Style jetzt auch zum ersten Mal. Augen zu. Mhm. Und dann machen wir 1, 2, 3. Soll ich mal nach vorne machen? Ja, mach mal nach vorne. Schick. Was sagst du? Toll, perfekt meinen Geschmack getroffen. Ja. Eingespieltes Team, ne? Aber reicht die kleine Veränderung, um viele neue Follower zu gewinnen? Challenge bestanden, mein Schatz. Komm her. Kandidat Jonas hat von Coach Susi eine Rasur verpasst bekommen. Bist du gespannt, jetzt das Ergebnis zu sehen? Yes. Dann würde ich sagen, lüften wir das Geheimnis. Begeisterung sieht anders aus. Vielleicht mit Duckface? Was sagst du? What is this? Ein Muster? Auch egal. Schließlich hat Jonas seit gestern mehr als 7000 Follower auf seinem Profil. Also strike a pose. Oh, das finde ich aber amazing. Das muss aber direkt mal als Favorit markieren. Das ist aber wirklich amazing. Cool. Nice. Und wie läuft's bei Coach Tanja? Sie stellt Friseur Janko zur Rede. Welche Farbe sollten Andis Haare bekommen? Eher im matten, braunen Bereich würde ich, glaube ich, gut finden. Und dann rot. Ein Schock. War keineswegs. Ja, was klar. Ist da passiert? Klar. Du hast dann nochmal gesagt, nein, wir machen das ganz anders. Genau, ja. Wo ich sie dann wirklich auf dem Stuhl hatte, da habe ich einfach gemerkt, dass sie wirklich ein sehr graues Mäuschen ist. Rein vom Typ her, unabhängig, ob sie ihr jetzt gefällt oder nicht, passt es einfach zu ihr. Janko macht einen Vorschlag. Dann kriegst du noch mal quasi einen schönen satten Braunton verpasst. Und dann denk also ich mal, tatsächlich so, wie wir es vorhatten. Tatsächlich so, okay. Wie wir es vorhatten. Reicht das, um Andi neu zu motivieren? Sie bekommt zwar ihre alte Haarfarbe zurück, doch neue Follower konnte sie wieder nicht gewinnen. Zwischenstand. Bisher liegen Annabelle und Rosanne bei 95 Followern. Tanja und Andi haben schon 103 Abonnenten. Susi und Jonas sind mit mehr als 7200 Fans an der Spitze. Und das verursacht vor der nächsten Challenge krassen Ärger.
Bevor es dann gleich losgeht mit der Challenge, möchte ich noch ein Thema ansprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar, wie soll ich sagen, irgendwie kam mir zu Ohren, dass ein Teilnehmer von uns durch die Decke gekracht ist und irgendwie mit Hilfe von vielleicht nicht so ganz legalen Mitteln. Susi, kannst du uns irgendwas dazu erzählen? Es ist nur wichtig in dieser einen Woche, dass Jonas super viele Follower hat. Danach könnte man theoretisch ihnen folgen. Was hat Susi in Bonnies Shoutout für Jonas zu suchen? Wir hatten die Challenge, dass wir ein Foto mit einem Promi machen sollen. Der Jonas kannte die Bonnie und die Bonnie hat ihm einen Shoutout gemacht und das war die Challenge. Falsch. Die Challenge war, ein Selfie mit einem Star zu machen. Von einem Aufruf war nie die Rede. Auf einmal sieht man praktisch dich mit deinem Schützling zusammen im Bonnie Strange Video. Es sind alles Zufälle. Also der Jonas kennt die Bonnie und ich kenne die Bonnie auch. Das ist völlig unabhängig voneinander und hat nichts miteinander zu tun. Es ist auch kacke, sich so rauszureden. So, das war alles Zufall. Da können wir auch durch Zufall jetzt die ganzen Berlin-Tag- und Nacht-Stars zufälligerweise treffen. Oder die Köln-Stars, alles zufällig. So fake. Ich weiß nicht, also ich bin schon leicht demotiviert, muss ich sagen. Und ich habe die Snaps von Bonnie auch gesehen. Und sie hat halt, das hat mich irgendwie, also wenn er wirklich sie einfach persönlich gebeten hätte oder so wirkte, das auf mich nicht. Die beiden kannten sich, weil er mal ein Praktikum bei ihr gemacht hat. Ich bin auch eine Freundin von Bonnie und wenn die beiden sich treffen, um ein Foto zusammen zu machen, sehe ich nicht das Problem, warum ich nicht dabei sein sollte. Wir haben einfach alle Ressourcen genutzt, die wir da hatten in dem Moment und haben dann natürlich nicht zu Bonnie gesagt, nein, du darfst jetzt nichts auf Snapchat posten. Das wäre ganz schön blöd, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, gewinnen wollen wir natürlich trotzdem auch. Und das hat Susi geschafft. 7000 Follower sind für die anderen beiden Kandidaten wohl nicht mehr aufzuholen. Ich habe auf keinen Fall damit gerechnet, dass, damit hat keiner gerechnet, dass ich so viele Follower bekomme. Das war aber klar. Ich finde, es ist klar, wenn man jemanden wie Bonnie Strange fragt, die hat eine echt starke Fanbase. Ich meine, ist ja auch verständlich, sie ist halt einfach cool. Aber es war einfach so klar, dass es durch die Decke geht, weil wenn Bonnie sagt, macht mal, da haben die Leute auch Bock, irgendwie ihr zu helfen. Bonnie Strange hat ja auch gesagt, ihr könnt ihm alle wieder entfolgen, ne? Wenn die Challenge vorbei ist. Und ich bin mal gespannt, wie es dann so aussieht nach Ausstrahlung, wer dann vielleicht mehr Likes hat oder vielleicht in einem Jahr, ob er dann noch immer der angesagte It-Boy ist oder ob sie sich als Prinzessin einfach durchgesetzt hat. Dicke Luft zwischen den Teams, doch die Battle um Platz 2 geht weiter. Die Challenge, pimp dein Outfit of the Day. Jeder Kandidat bekommt 100 Euro und eine halbe Stunde Zeit, um seinen heutigen Look aufzuwerten. Go, die Zeit läuft, muss rennen. Schatz, schnell und enttäusch mich nicht, du schaffst es. Rosanne findet sofort, was sie gesucht hat. Einen Hut im angesagten Insta-Look und einen passenden Schal dazu. Das kostet 30, 25. Gut, das beides kaufe ich auf jeden Fall. Andi fällt eine Kette ins Auge. Die ist schon nice. Und die kostet 50 Euro, richtig krass. Susi Grime scheint das schlechte Gewissen zu plagen. Ich würde sagen, wir holen jetzt von den 100 Euro einfach eine nette Kleinigkeit für die anderen beiden Kandidatinnen und fragen die beiden dann, ob die am Ende Lust haben, mit dir ein Foto zu machen auf deinem Kanal, damit die beiden dann einen Shoutout kriegen und auch ein bisschen was von der Bonnie-Nummer haben. Sollen wir das so machen? Okay, machen wir so. Ja, nice, cool. Jonas kauft 2 Lippenstifte und auch die Mädels haben inzwischen bezahlt. Ich bin schon zufrieden, sag ich mal. Es ist halt eine schöne Kette, sie passt auf alle Fälle, aber ich hätte gern was Auffälligeres gehabt. Beim Outfit of the Day entscheidet sich Andi für den Detail-Look, der die Follower auf ihr Instagram-Profil locken soll. Rosans Hippie-Style weiß Profi Annabelle noch zu pimpen. Und zwar einmal so rum, vorne dann so Knoten. Das kann man auch ganz leicht mit anderen Schals machen und fertig ist der 20 Sekunden Bloggerin-Look. Und den setzt die 19-Jährige für ihr Outfit of the Day-Picture so richtig in Szene. Um Rosans und Andis Followerzahlen noch etwas zu pushen, haben Susi und Jonas noch eine Überraschung oder wohl eher ein Friedensangebot. Deswegen kriegt ihr jetzt eine kleine Kleinigkeit von uns und danach wollten wir euch noch anbieten, damit ihr vielleicht noch ein paar Follower aufholen wollt, ob wir vielleicht ein Foto zusammen machen für den Jonas, seinen Account, dass er euch einen Shoutout gibt. Das ist sehr niedlich. Das war eine süße Idee. Wirklich sehr großzügig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Tja, auch eine Susi Grime hat ein großes Herz und spendiert gemeinsam mit Jonas Lippenstift und einen Shoutout. Very cute. Die mehr als 7000 Follower von Jonas kann wohl keine mehr toppen.
trotzdem kein Grund für Rosanne und Andi aufzugeben. So, mein Kampfgeist ist wieder geweckt. Ich möchte jetzt versuchen, doch noch das Beste rauszuholen und vielleicht sogar noch den zweiten Platz zu ergattern. Und ja, das wäre schon ganz cool. Geh da ganz entspannt ran und guck mal, was passiert einfach. Abwarten, denn die letzte Challenge hat es in sich. Zu einem professionellen Instagram-Account gehören natürlich auch professionelle Fotos. Für It-Boy Jonas hat sich mittlerweile sogar schon etwas getan an der Instagram-Front. Ich habe tatsächlich gestern eine E-Mail bekommen von der Firma, die mich angefragt hat, ob ich mit der zusammenarbeiten möchte. Nach diesem Shooting werden es sicher noch mehr Angebote für den uneinholbar führenden Jonas. Mein letztes Shooting, wo ich selbst vor der Kamera stand, ist leider total lange her. Es hat mir aber eigentlich immer Spaß gemacht. Ich bin gerade aufgetaut, so langsam. Andi legt beim Shooting endlich ihre Schüchternheit ab. Und Rosanne präsentiert sich als echtes Glamour-Girl. Im neuen Make-up fühle ich mich total besonders jetzt, weil ich habe das erste Mal so schöne lange Wimpern und ja, sieht super schön aus. Können die Fotos die Entscheidung noch beeinflussen? Wer wird hinter Jonas Siegerin der Herzen? Ich habe eben auf Instagram gesehen, dass zwischen euren beiden Teams das wirklich eine Kopf-an-Kopf-Entscheidung wird. Und ich würde sagen, wir geben der Sache jetzt noch 5 Minuten. Andi Smartphones, fertig, los! Okay, in diesen 5 Minuten entscheidet es sich. Wer macht den so wichtigen zweiten Platz? Wer sammelt die meisten Follower? Andi oder Rosa? Ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin gut dabei und ja. Kann ich reden. Wir sind im Business-Mode. Wir dürfen nicht gestört werden. Es wird verlinkt, gefolgt und gehashtaggt, bis die Smartphones glühen. Und jetzt dürfen sogar Superstars helfen. Und die merken es nicht einmal. Die schöne Taylor Swift hier, die kriegt jetzt hier ganz schöne Kommentare. Das finde ich ganz schlecht. Gerade? Wir taggen jetzt nochmal wahllos Taylor Swift. Das machen wir Britney, doch schon! Das Britney machen wir doch schon! Du hast es so laut gesagt. Dann mache ich jemand anderen einfach nochmal. Justin Bieber. Nein, ach, nicht Justin Bieber. Oh, das ist auch nicht schlecht. Nicht Justin Bieber, habe ich gesagt. Nicht! 2 Minuten. Das ist so hardcore. Oh, ey, das regt mich total. Es ist so hardcore. Es ist so hardcore. Nee, ich bin richtig gestresst. Und die letzte Minute bricht jetzt an. Vielleicht findet dich noch jemand bei Balayage wegen deiner neuen Frisur. Weißt du, kann ja sein, dass das noch irgendwas bringt. Ich bin richtig abgefuckt, aber ich glaube, es könnte was bringen. 10, 9, wieso werden deine Kommentare? Mit einer Differenz von 5 Followern. Aha. Hat gewonnen. Andi! Die Strapazen der vergangenen Tage haben sich gelohnt. Ausgerechnet Andi. Andi mit ihrer Schüchternheit. Andi, die nach dem Styling-Drama die Dreharbeiten abgebrochen hatte. Sie überholt am Ende Rosanne knapp mit 278 Followern. Ich habe sehr viel gelernt, denke ich. Und ich werde auf alle Fälle eine Menge mitnehmen aus diesen 5 Tagen. Also, mit den richtigen Kontakten und ein bisschen Glück kann man auf Instagram schneller bekannt werden, als man denkt. Und vielleicht sogar Geld verdienen. Ich nehme mich mit dir.